Herzlich willkommen zu einem neuen Augengespräch mit mir, Ursula Gachner. Heute möchte ich sprechen über das Blut und Augenproblematiken. Das können Fehlsichten oder Augenkrankheiten sein. Das Blut ist immens wichtig. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass du schaust, was für eine Zusammensetzung hat dein Blut und ob auch alle Vitamine und Mineralstoffe drin sind, die wichtig sind für deine Augen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, unser Blut hält uns am Leben. Das ist eigentlich ähnlich wie, ich könnte sagen, das Öl in der Erde. Ja, wir benutzen das Öl oder besser gesagt, wir saugen das Öl aus der Erde raus. Das Öl ist eigentlich das Blut der Erde. Und das Öl brauchen wir oder sie schenkt uns dieses Öl und wir können dafür unsere Häuser heizen. Und mit dem Öl haben wir bis anhin auch die Möglichkeit gehabt und haben sie immer noch, uns auf dieser Welt fortzubewegen. Das heißt, es gibt uns eine Freiheit, dieses Öl, wo wir uns Wärme leisten können, aber auch Bewegung. Und dasselbe ist mit unserem Blut in unserem Körper. Unser Blut in unserem Körper gibt uns Wärme, ja. Du hast bestimmt schon gemerkt, wenn du kalte Hände hast oder kalte Füße oder eine kalte Nase, dann weißt du, das Blut kommt nicht wirklich bis in die Spitzen deines Körpers. Und dann beginnst du dich zu bewegen. Oder es kann auch sein, dass etwas einschläft, ja, zum Beispiel die Finger, den Arm, das Bein, was auch immer. Und dann sind meistens die Durchblutungsbahnen gestört. Jetzt deine Augen schlafen nie ein. Das heißt, im Auge haben wir ein riesiges Blutsystem. Das heißt, es geht sehr, sehr viel Blut durchs Auge durch, weil das Auge ist so kompliziert gebaut. Es braucht einfach diese Power, diese Energie, wie wir eben im Auto auch das Benzin brauchen, brauchst du in deinen Augen das Blut. Und du hast zwei Durchblutungsnetze innerhalb deines Auges. Das heißt, du hast ein Netz zwischen der Lederhaut und der Netzhaut, der Retina. Da am Boden der Netzhaut hast du ein ganzes Durchblutungsnetz. Das ist das erste Netz. Dann kommt die Netzhaut und dann kommt noch einmal auf den Köpfen der ganzen Sehsinneszellen kommt noch einmal ein Blutnetz. Das heißt, du hast doppelt gemoppelt in deinen Augen, was die Durchblutung anbelangt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, diese 125 Millionen Sehsinneszellen, sprich Nervenenden, brauchen diese Nahrung, um so gut arbeiten zu können, um die Zusammenarbeit so zu machen, dass du, wenn du die Augen offen hast, dass das Bild reinkommt und die Sehsinneszellen sofort diese Lichtstrahlen in Elektroden umwandeln und das in Lichtgeschwindigkeit von deinen Augen nach hinten hier zur Sehrinde kommt. Und dort in der Sehrinde angekommen, versucht dein Hirn, das Bild zu erkennen. Und dieses Bild, das wird in deinem Kopf abgespeichert. Das geht hier an den Seiten oberhalb der Ohren. Hast du die Erinnerungsfelder und dann weißt du, ah, ein Stuhl, der sieht eben so und so aus. Das ist dann in den Erinnerungsfeldern drin. Oder zum Beispiel ein Video, dass du wie ein Film dich erinnern kannst, zum Beispiel an deine Diagnose, an deine Diagnosen, deine Augenkrankheit zum Beispiel, Glaukom, Makuladegeneration oder eine Fehlsicht, wo es hieß, ja, du musst jetzt eine Brille tragen. Das ist alles in den Erinnerungsfeldern drin. Und wenn du an solche Dinge denkst, und dann kann es sein, dass dein System, dein innerstes Blutsystem,
Und das ist alles einfach nur Blutserum. Das heißt, es ist Blut ohne rote Blutkörperchen. Und dieses Blutserum, was du da in deinen Augen hast, das liefert ohne die roten Blutkörperchen eben ein durchsichtiges Serum, was eben die ganze Nahrung drin hat, um deine Linse zu ernähren, um deine Hornhaut zu ernähren, um deinen Glaskörper zu ernähren und um deine Netzhaut zu ernähren. Jetzt heißt es in der Schulmedizin, alle sämtliche Augenproblematiken haben etwas mit dem Blut zu tun. Zieh dir das mal rein, diesen Satz. Alle Augenproblematiken haben etwas mit deiner Durchblutung zu tun. Ob jetzt das mit der Zusammensetzung deines Blutes zu tun hat oder eben, dass dein Blut nicht richtig zu den Augen kommt, das kann nämlich sein, weil das Blut muss ja vom Herzen durch den Hals in den Schädel rein. Dort verzweigt es x-mal und dann kommt es durch die Schädelknochen durch in die Augenhöhle rein. Dort verzweigt es wieder und geht dann in deine beiden Augen rein. Das heißt, es hat wirklich viele Tunnels oder Löcher, wo die Blutbahnen durchgeführt werden, um deine Augen perfekt zu versorgen. Das hast du vielleicht schon mal gemerkt, dass wenn du schnell aufstehst, wird dir schwindelig. Oder wenn du irgendwo stehst, plötzlich wird dir schlecht und du hast das Gefühl, oh, 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 jetzt könnte es mir schwarz werden vor Augen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Und das ist das Erste, was eben dann passiert, dass ein Blutsystem in deinem Auge beginnt, nur noch auf Sparflamme zu sein, weil eben der ganze Körper versucht, dass du stehen bleibst. Und wenn du dann nicht mehr stehen bleiben kannst, dann fällst du hin und wirst ohnmächtig. Und du siehst dann auch nur schwarz. Das heißt, du hast die Augen vielleicht auch offen, aber die Sehsinneszellen arbeiten nicht mehr. Die haben einen Tilt gemacht und es wird kein Bild mehr an die Sehrinde nach hinten geliefert, weil es einfach genug ist und die wollen dich nicht stressen noch mit Bildern. Das heißt jetzt, wenn du zum Beispiel eine Augenkrankheit hast, wie ein Glaukom, dann hast du ja ein Problem mit dieser Flüssigkeit. Das heißt, du hast ein Problem mit dem Augenkammerwasser, dass du eben einen zu hohen Augendruck hast oder eben einen zu hohen Druck im Kopf drin, der dann eben nach vorne drückt. Das wäre das Normaldruckglaukom. Und da hat es immer mit der Art der Durchblutung zu tun. Es könnte aber auch sein, dass eben dein Blut zu wenig Nahrung bringt und die Augen schreien, dass sie Nahrung brauchen und deswegen wird immer mehr geliefert. Aber da kommt nur eine dünne Suppe daher. Wenn du zum Beispiel einen Blutverdünner nimmst, dann kannst du dir vorstellen, das ist wie wenn du die Suppe verdünnst, ja? Und das, es kommt ja nicht mehr Blut durchs Auge durch. Täglich. Es kommt immer gleich viel Blut mittels deinem Puls durch die Augen. Das Problem ist aber, wenn du Blutverdünner nimmst, dann kommt eine fade Suppe angerauscht in deine Augen und deine Augen haben nichts zu essen. Das heißt, es ist immens wichtig, dass dein Blutbild stimmt. Und die Schulmedizin testet zwar dein Blut, sie schickt es ein und schaut, ob alles da ist, was du brauchst zum Leben. Nur, die normale Schulmedizin hat einfach hier Teste, die sind für gesunde Menschen zwar okay. Und wenn dann bei der Schulmedizin an diesem Bluttest etwas fehlt, dann ist es wirklich höchste Zeit, dass du das beigibst in deinem Essen oder in einer Nahrungsergänzung. Also wenn ich dich wäre, würde ich eben zu einem zum Beispiel anthroposophischen Arzt oder Ärztin gehen. Die haben eben viel genauere Blutbilder, die schauen viel genauer auf die ganzen Inhalte, ob das alles gut zusammenspielt, dass du ja keine Probleme bekommst mit irgendwelchen Krankheiten.
Und zum Beispiel, wenn du eine Makuladegeneration, eine beginnende hast, dann ist es auch so wichtig, dass dein Blut die richtige Nahrung bringt. Ja, das ist immens wichtig, weil diese Stäbchen und Zäpfchen, vor allem die Zäpfchen bei der Makuladegeneration, die verhungern da hinten, die brauchen Nahrung. Und die brauchen nicht nur Nahrung vom Blut, die brauchen auch Nahrung von der Sonne, also nicht immer Sonnenbrille anziehen. Und das Blut, was da zum Auge kommt, das muss auch fluktuieren. Das heißt, es ist immens wichtig, dass die Muskeln innerhalb des Auges auch beweglich bleiben. Der Ziliarmuskel, der die Linse bewegt, muss beweglich bleiben. Und die Iris sollte die Pupille klein und groß machen können. Das heißt, wenn du eine Sonnenbrille trägst, dann ist die Iris eingeschlafen. Die macht nicht mehr klein und groß. Und der Ziliarmuskel, der schläft ein, wenn du eine Gleitsichtbrille trägst. Das heißt, das sind die beiden einzigen Muskelsysteme innerhalb deines Auges, die die Möglichkeit haben, die Kammerwasserflüssigkeit zur Fluktuation zu bringen, zum Fließen zu bringen. Und die Kammerwasserflüssigkeit, das ist ja eben das Blutserum. Und dieses Blutserum mit der Nahrung fließt um den ganzen Glaskörper herum und nährt auch die ganze Netzhaut, sprich Makula. Wenn jetzt also diese Nahrung nicht bis ganz nach hinten gebracht werden kann, ist es kein Wunder, wenn die Makula verhungert. Das Zweite ist, dass zum Beispiel, wenn du eben bei der Makula ein Problem hast, ist natürlich auch dass die Makula genährt wird, genauso von der Luxzahl vom Sonnenlicht. Du musst nicht in die Sonne schauen, aber du solltest deine Tage verbringen ohne Sonnenbrille in unseren Breitengraden, weil die Makula verhungert. Du kannst es vergessen, das geht nicht. Und wenn du dann am Computer den ganzen Tag arbeitest, dann wird die Makula noch gestresst mit dem immensen Blaulicht, das da kommt. Und diese Sehsinneszellen machen auch Abfall. Und dieser Abfall kann nur von einer Struktur weggetragen werden. Und das ist das Kammerwasser, das sich bewegen muss, damit diese Abfallstoffe in der Makula abtransportiert werden können. Das heißt, bleib dabei, lass deine Augen fit bleiben, indem du den Ziliarmuskel trainierst. Und indem du die Iris trainierst. Die Iris kannst du trainieren auf meinem YouTube-Kanal, das kennst du ja. Das ist die Augensonne, da trainierst du die Iris von vorne bis hinten. Und wenn du den Ziliarmuskel trainieren möchtest, dann mach doch bitte den Daumentanz oder die Akkommodationsübung. Alles im YouTube-Kanal bei mir umsonst erhältlich. Und zieh deine Gleitsichtbrille aus, weil das ist Gift für die Beweglichkeit. Das ist wie wenn du mit zwei Stöcken spazieren gehen würdest. Ja, dann hast du auch keine Muskeln mehr an deinen Beinen irgendwann. Ja, das heißt, teste dein Blut, nimm Nahrungsergänzung, wenn du weißt, dass dir vieles fehlt. Und im Alter ist es so, es fehlt dir vieles. Zweitens, wenn du Blutverdünner nimmst, dann schau sowieso, dass du Nahrungsergänzung nimmst. Übrigens habe ich in meinem Ernährungsvideo ganz am Schluss habe ich zwei Produkte, die ich empfehle. Ich kriege da kein Geld dafür, aber es sind Schweizer Produkte und sie sind hochbiologisch und ich gebe sie schon ab seit über 20 Jahren an meine Klienten. Das heißt, ich gebe sie nicht ab, aber ich empfehle sie an meine Klienten. Ja, das wollte ich dir sagen. Über dein Blut, schau, dass dein Blut gesunde Nahrung bringt, weil unsere Nahrung, die wir heute hier essen, auch wenn sie biologisch ist, hat nichts mehr mit der Nahrung zu tun, die wir vor 60, 70 Jahren bekommen haben. Es ist alles schlecht traktiert auf den Feldern. Das Biologische geht ja noch, aber das Biologische geht nur, wenn du gesund bist. Wenn du kranke Augen hast, musst du Nahrungsergänzung nehmen und da gewisse Kuren machen innerhalb eines Jahres, damit du sehen kannst, wie deine Augen wieder kräftig, gesund und ein wunderbares Immunsystem herstellen können. Und damit wünsche ich dir einen schönen Tag und ich freue mich auf deinen Bericht, ich freue mich auf eine Nachricht von dir, ich freue mich auch,
Wenn du ein Seminar buchst von mir, zum Beispiel das Glaukom-Diamant-Seminar oder das Sehkraft-Kristall-Seminar, wo du als fehlsichtige Person an deinen Augen arbeiten kannst. Das Glaukom-Diamant ist natürlich das, wenn du ein Augendruckproblem hast, das ist logisch. Und sonst in einem meiner Augenseminare hier in Orselina freue ich mich auch, dich zu sehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.